Setzen Sie ein Zeichen. Kessel 3544 notiert. Ist das richtig, Sir? Hallo? Hallo, Sir? Hallo? Hallo, bitte, melden Sie sich. Hallo, Sir? Los, rein und dann ab.
George, wenn ihr ihn eingeliefert habt, macht den Bericht gleich fertig. Okay, alles klar. Das ist Captain Jeffrey McDonald, Regimentsarzt bei den Green Berets hier am Standort. Da liegt seine Frau, siehe. Also, er hat gesagt, sie wären von Hippies überfallen worden. Vier. Zwei weiße Kerle und ein Schwarzer mit einer Uniformjacke mit Sergeantstreifen. Eine blonde Frau soll noch dabei gewesen sein. Mit Schlapphut und Stiefeln und die hätte eine Kerze in der Hand gehalten. Die Kinder sind hier nebenan. Lassen Sie Ihre Leute draußen, bis Sie weitere Anweisungen erhalten. Ich gehe jetzt und spreche mit den Nachbarn. Sorgen Sie dafür, dass niemand was anrührt. Mhm. Skinner, vor die Tür. Meine Familie. Wo ist meine Familie? Bitte ruhig, ruhig. Meine Frau, meine Kinder. Ruhig, ruhig. Sie sind bald wieder okay. Was heißt das? Was meinen Sie mit bald wieder okay? Sie sind tot, nicht wahr? Ihr äußert Kimmy. Das ist Colette. Brauchen Sie mich noch? Vorläufig nicht. Ja, Augenblick. Sie haben gesagt, Sie hätten keinen Lärm gehört. Ja, also es besteht die Möglichkeit einer Lungenverletzung. Wir werden Röntgen und dann... Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich hatte überhaupt keine Chance. Sagen Sie es den MPs. Ich habe hier das Messer aus der Brust gezogen. Sagen Sie es dem CID. Ich habe es rausgezogen und auf den Boden geworfen. Wo sind meine Kinder? Ruhig. Wo ist meine Familie? Ruhig. Wo ist meine Familie? Warum ist sie nicht hier? Meine Familie ist es. Kommen Sie, Chef. Legen Sie sich hin. Kommen Sie, bleiben Sie liegen. Bleiben Sie liegen. Hallo. Hier spricht Dr. Bronstein in Fort Bragg. Mrs. Kassab? Ja, hier ist Mrs. Kassab. Ich rufe an wegen Ihres Schwiegersohns, Captain McDonald. Er möchte, dass Sie mit Ihrem Mann so schnell wie möglich hierher zu uns kommen, ins Womack Hospital. Aber wieso? Es ist ihm doch hoffentlich nichts passiert. Wir konnten seine Mutter noch nicht erreichen. Vielleicht können Sie sie benachrichtigen. Dann richten Sie ihr bitte dasselbe aus. Aber worum geht's denn? Was ist denn passiert? Wo sind meine Tochter und die Kinder? Bitte kommen Sie so schnell wie möglich hierher. Ja, aber ich verstehe nicht. Hallo? Hallo? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oberteil lag auf ihrem Körper. Wo kommen die blauen Fasern her, die unter ihr lagen? Sehen Sie sich das hier an. Sieht aus, als wäre es vom Finger eines Gummihandschuhs abgerissen. Es ist blutig. Er wird wieder vollkommen gesund. Ist gar keine Frage. Er hat einen Stich im rechten Lungenflügel. Wir haben ihn gut versorgt. Es wird verheilen.
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie zu Ihnen gehen. Es ist gleich hier zu Ihnen. Sie haben mich zusammengeschlagen. Ich konnte gar nicht zu ihr. Sie haben mich zusammengeschlagen. Ja, schon gut. Ich weiß. Okay. Bill, du weißt, wir haben die blaue Pyjama-Jacke auf Mrs. McDonalds Leiche gefunden. Ja? Die ist überall durchbohrt. Dutzende von kleinen Löchern. Eispickel? Schon möglich. Seine Frau hat 16 Stiche abbekommen. Und einer davon traf die Hauptschlagader und hat den Tod herbeigeführt. Sie soll schwanger gewesen sein? Ja, männlicher Fötus im 4. oder 5. Monat. Dann hatte sie noch 21 weitere Stichwunden. Die könnten von einem Eispickel stammen. Und ihre beiden Arme waren gebrochen. Sie hat vermutlich versucht, sie abzuwehren. Wir fanden ein blondes Haar in der Innenfläche von ihrer einen Hand. Und etwas, das wie ein Stück Haut aussieht unter einem ihrer Fingernägel. Was ist mit den Kindern? Etwa dasselbe. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mann. Alle. Sie haben sie umgebracht. Sie haben alle umgebracht. Ich konnte ihnen nicht helfen. Ich hab's versucht, aber ich konnte nicht. Sofort einsperren, die Sträuche. Hier im Haus ist passiert. Keine Sorgen, wir holen euch da wieder raus. Los, rein, Mann. Unsere Ermittlungen laufen. Wir leiten in diesem Augenblick eine große Suchaktion nach den Mördern ein. Aber Sie müssen sich das vergegenwärtigen. Fort Bragg ist eine offene Garnison. Also gibt es auch keinen beschränkten Zugang. Jeder Zivilist kann hier rein, ohne kontrolliert zu werden, ob das ein Hippie oder jemand anders ist. Hat Captain McDonald vielleicht Patienten gehabt, die mit Drogenmissbrauch zu tun hatten? Also, er müsste einige gehabt haben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass mein Bruder völlig fertig ist. Er ist seelisch am Ende. Ich will sagen, mein Gott, die ganze Familie ausgelöscht. Und ich weiß nicht, was ich dafür einen Trost geben soll. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Ich meine, da gibt's doch gar keine Hilfe. Thank you.
sprechen von denselben blauen Fasern, den blauen Fasern von seinem Pyjama. Ja, ja, sicher. Blaue Fäden und Fasern sind in den Schlafzimmern gefunden worden, aber nicht im Wohnzimmer. Und noch etwas ist wichtig. Splitter von dem Holzknüppel wurden auch in den Schlafzimmern gefunden, aber nicht im Wohnbereich. Na, Augenblick mal, der wurde doch von den Hippies im Wohnzimmer angegriffen und da hat er sich ja mit ihnen geschlagen. Ja, aber keine Fäden, keine Fasern und keine Splitter. Nicht im Wohnzimmer. Und was sagt der Laborbericht von diesem Hautstück unter Ihren Fingernägeln? Wieso? Hat Gräbner Ihnen das nicht gesagt? Das ist weg. Weg? Ja, irgendein blöder Hund muss das verschlammt haben. Freddy? Ich will nur kurz... Ich fahre nur kurz mal um den Block. Freddy? Ja? Als ich heute Morgen aufgewacht bin und merkte, dass ich hier im Motel bin, war mein erster Gedanke. Ja, ich dachte, das ist alles nur ein Albtraum. Ich meine, eine Sekunde lang habe ich... Wenn ich an die Kinder denke... Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich weiß. Jeder ein eigenes. So, jetzt kommt die große Überraschung. Das ist groß. Ja, gefällt's euch? Lass mich runter, Daddy. Ja, natürlich. Was sagt ihr dazu? So, Jeff, es sind keine Möbel da, es ist noch leer. Das überrascht mich auch. Aber du hast doch gesagt, dass die Army es bis zu unserer Ankunft teilweise möblieren würde. Die haben es verschlammt. Aber ihr könnt doch im Hotel übernachten. Warum? Warum? Tja, also, wo wollt ihr denn hier schlafen? Kein Problem, wir holen uns Schlafsäcke. Oh ja, Daddy, das machen wir. Na klar, und ob das geht. Und für jeden gibt's einen, denn von jetzt an wird uns nichts mehr trennen, ne? Okay? Daddy, das ist schön. Ja, hey, hey. Wenn nicht, schickt's mir nach. War schön, dich wiederzusehen, Freddy. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du die Familie hergebracht hast. Na, hör mal auf, ich habe jede Minute genossen. Und ihr lasst von euch hören. Na klar, machen wir. So, meine Kleine. Ach. Na komm, mein Schatz. Und gib Mama einen dicken Kuss von mir. Und ich krieg gar keinen, was? Passt auf euch auf. Wir lieben euch.
nicht. Wird schon alles irgendwie in Ordnung kommen. Wiedersehen, Freddy. Macht's gut. Bis Gute bald. Gute Reise. Ja. Fahren Sie weiter, Sir. Bitte fahren Sie weiter. Ich verstehe. Also das heißt, wenn ich das richtig sehe, dass wir im Augenblick nicht das Geringste haben, worauf wir aufbauen können. Tja, das ist nicht ganz fair. Wir haben McDonalds Zeugenaussagen. Wir haben die Hippies in der Umgebung von Fort Bragg vernommen, aber das Beweismaterial... Beweismaterial gibt es bisher nicht. Nun, wir warten auf weitere Laboranalysen, das ist richtig, Sir. Aber die Geschichte ähnelt verdammt dem Sharon Tate. Sie meinen die Hippies, die eingebrochen sind? Nur in diesem Fall sind sie nicht eingebrochen, die Hintertür war offen. Aber sie haben das Wort Schwein mit Blut geschrieben und McDonald sagte, einer von ihnen hätte gesungen, LSD ist irre, killt die Schweine. Also ich möchte, dass Sie beide da dranbleiben. Die Presse ist mir wegen eines Verdächtigen auf den Fersen. Ach ja, ich habe McDonald ein paar Tage Urlaub gegeben, er muss mal raus. Ohne Begleitung, Sir? Wir behalten ihn schon im Auge. Er fährt mit seiner Mutter weg. Liebe Mildred, lieber Fred, der Verlust, den wir erlitten haben, ist etwas, das ich noch nicht begreifen kann. Ich weiß, dass das keine Hilfe für euch in eurem Kummer ist, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich Colette mehr als alles auf der Welt geliebt habe. Und sie ist glücklich gewesen, solange wir zusammen waren. Und obwohl meine Familie nicht mehr existiert, hilft es mir doch ein wenig, wenn ich mir sage, dass Colette und Kimmy und Christy und ich so viel Glück erlebten in der kurzen Zeit, die uns geschenkt wurde, wie die meisten Familien in einem ganzen Leben nicht. In Liebe, Jeff. Ich glaube, wir sollten die Sachen so lange hier behalten, bis er uns sagt, was damit geschehen soll. Weißt du, ich kann das einfach nicht verstehen. Vier Mörder laufen unbehelligt frei herum und die Armee kann sie nicht finden. Ich kann nur hoffen, dass die da gute Ermittlungsbeamte haben, die wissen, was zu tun ist. Ich bin sicher, die gibt es. Wir haben nicht die leiseste Ahnung, wie es passiert ist. Jeff hat uns überhaupt nichts erzählt. Wir wissen nur, was in der Zeitung steht, mehr nicht. Mildred? Mildred? Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich Mr. Greatner finde? Ja, am Ende der Halle die Treppe rauf. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Greatner? Ah, Captain, kommen Sie rein. Danke, dass Sie mal vorbeischauen. Bitte setzen Sie sich doch mal. Ich wollte mich erkundigen, ob ich meine Möbel aus dem Haus in Castle Drive abholen lassen kann. Das ist ja versiegelt und ich habe nur ein ich anderes Apartment. Ich darf Ihnen zunächst einmal die beiden Herren vorstellen, die die Ermittlungen in diesem Fall leiten. Das ist Bill Ivory, Robert Shaw. Kaffee? Nein, danke. Captain, wann sind Sie zur Armee gegangen? Letzten Juli. Aha. Das sind 9 Monate. Sie sind Regimentsarzt bei den Special Forces. Ja, aber ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie da... Ja, wir möchten einfach die ganze Geschichte hören, Captain. Alles, was Sie darüber wissen. Woran Sie sich erinnern. Okay. Bevor wir anfangen, habe ich Sie über Ihre Rechte zu belehren. Hört sich ja sehr ominös an. Es ist Ihr Recht, absolutes Schweigen zu bewahren. Sie brauchen keine Fragen zu beantworten. Die ich bin bereit. Na gut, Sie können selbstverständlich jederzeit aufhören. Wollen Sie einen Anwalt zu Rate ziehen? Nein. Tja, dann erzählen Sie mal, Captain. Ja,
Lassen Sie mich nachdenken. Montagnacht, meine Frau ging schlafen. Und ich habe noch gelesen. Ich bin dann wohl so gegen um zwei ins Bett gegangen. Meine kleine Tochter Christy hat in unserem Schlafzimmer bei meiner Frau geschlafen. Sie hatte das Bett auf meiner Seite nass gemacht. Deshalb brachte ich sie in ihr eigenes Zimmer. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihr was anderes angezogen habe oder nicht. Ich habe ihr dann eine Flasche gegeben. Dann bin ich rübergegangen zur Couch, weil das Bett auf meiner Seite nass war. Ich habe mich dann schlafend gelegt auf der Couch. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich Schreie gehört habe. Da waren plötzlich, ich sah ein paar Leute am Fußende des Bettes. Ich weiß nicht, ob ich zuerst das Mädchen hörte. Ich glaube, ich sah sie zuerst. Ich weiß auch nicht. Es kam mir so vor, als ob sie etwas in der Hand hielt, eine Taschenlampe oder eine Kerze. Aber mein erster Gedanke war, dass sie eine Kerze in der Hand hielt. Ich dachte, wozu zum Teufel hat sie eine Kerze? Und dann kam dieser Kerl zwischen Couchtisch und Couch herüber nach vorn und er hielt etwas über seinem Kopf. Ich konnte dann ganz flüchtig dieses Mädchen sehen. Es fiel ein wenig Licht auf ihr Gesicht. Kill die Schweine. Ich weiß nur, dass ich bei mir gedacht habe, wissen Sie, ich ziehe ja selbst noch Boxhandschuhe an und steige in den Ring. Verdammt, hat der Kerl einen harten Schlag. Dann verspürte ich einen furchtbaren Schmerz in der Brust. Kill die Schweine. Immer noch halb auf der Couch und halb davor. Und dann sah ich eine Klinge. Ich wusste nicht, was es war, aber ich sah eben etwas, das damals wie eine Klinge aussah. Dann konnte ich Beine erkennen, nackte Beine und Stiefel. Ja, Stiefelschäfte. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Korridor lag. Am Ende des Korridors auf dem Boden und mir war eiskalt und es war sehr still. Ich war benommen. Wissen Sie, ich war nicht richtig bei Bewusstsein. Meine Zähne klapperten. Ich ging weiter und ins Schlafzimmer. Meine Frau lag auf dem Boden neben dem Bett. Da war ein Messer oben in ihrer Brust. Ich zog es heraus. Ich versuchte sie künstlich zu beatmen, aber die Luft kam wieder aus ihrer Brust heraus. Hatten sehr viel, überall war Blut. Ich kann mich dann noch daran erinnern, dass ich nur sehr, sehr schwer atmen konnte. Mir war schwindelig. Ich ging dann jedenfalls wieder zu meiner Frau zurück. Ich habe sie untersucht. Dann ging ich zu meinen Kindern und habe sie untersucht. Und ich fühlte nach ihrem Puls. Aber ich hatte doch so viel, Sie wissen, Blut an den Händen. Wohin hat dieser Mann Sie zuerst geschlagen? Auf den Kopf? Richtig, ich habe ja gesessen. Ich saß im Bett. Es war auch keine große Schreierei. Jedenfalls, ich meine, sie ist nicht herumgesprungen und hat geschrien, killt ihn. Ich meine, es war nicht zu einem... Der springende Punkt war, dass es schien mir so, als,
ob, wissen Sie, die, wie in Easy Rider, so ein Fehler von mir, diesen Film anzusehen, Sie, da sind doch diese, es gibt da diese Stop-Action-Szenen und so ist mir das Ganze vorgekommen. Captain MacDonald, Sie haben einem unserer Ermittlungsbeamten einmal gesagt, Sie haben ein Pyjama-Oberteil getragen und das haben Sie über Ihren Kopf oder so gezogen. Ja, das stimmt. Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich gekämpft habe. Und nachdem ich das erste Mal geschlagen worden bin, kämpfe ich mit den Kerlen und mein Pyjama-Oberteil ist da. Also ich weiß nicht, ob es mir über den Kopf gezogen hat oder ob es vorne aufgeschlitzt war. Ich glaube nicht, dass man es mir über den Kopf gezogen hat, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, meinen Kopf durchgesteckt zu haben. Jedenfalls hatte ich es ganz plötzlich um meine Hände. Und ich erinnere mich, ich weiß noch, dass es mir im Weg war. Und meine Hände waren irgendwie so eingebunden in dieses Ding. Und ich erinnere mich, als ich aufwachte, da lag ich auf dem Boden. Ich habe vergessen, es zu sagen. Als ich aufwachte, waren meine Hände, also sie waren immer noch in das Ding eingewickelt. Und naja, ebenso. Ich habe es dann abgemacht, als ich ins Schlafzimmer ging. Und dann im Krankenhaus, wo ich untersucht worden bin, da hatte ich dann überall diese kleinen Wunden von Stichen auf meinem Bauch und ich glaube, wir kamen auf insgesamt 14 oder so ähnlich und einen Schnitt, hier. Stammte der von den Angreifern, von den Leuten, die im Haus waren? Ja, ich nehme doch an. Wir haben das doch nicht selbst getan, oder? Nein. Jedenfalls hat man mir gesagt, dass man das röntgen muss. Wenn es in Ihrer Lunge blubbert, dann haben Sie einen Pneumothorax. Jeder Arzt in der Special Forces weiß das und auch jede Schwester weiß das. Okay. Wir haben hier drei Personen, die sozusagen mehrfach umgebracht worden sind. Und sie hat man am Leben gelassen. Tja, vielleicht haben Sie angenommen, ich bin tot. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück in Ihren Bericht. Sie sagten, dass Sie Schreie gehört hätten bei dem ersten Angriff. Waren das einfach nur Schreie oder waren das... Die Worte? Ja. Was für Worte? Also, ich erinnere mich daran, dass meine Frau geschrien hat, Jeff, warum tun Sie mir das an? Und da waren Sie noch auf der Couch. Richtig, ich hörte irgendwelche Schreie und dann hörte ich Christy, nein, Kimmy, unsere ältere Tochter schreien Daddy. Sie schrie Daddy, 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 Daddy. Das ist etwas, das ich nicht erklären kann. Wissen Sie, ich bin das 100 Mal im Geist durchgegangen und da sind so viele unbeantwortete Fragen. Sie sind aufgewacht, Captain MacDonald. Und Sie sahen 4 Personen. Und zur selben Zeit hörten Sie Ihre Frau irgendwo. Ja, richtig. Und auch Ihre Tochter, nicht wahr? Ja. Also müssen 2 weitere Personen da gewesen sein, mindestens. Wissen Sie, ich verstehe nicht, wenn die durch die offene Hintertür reingekommen sind und mich angegriffen haben. Und die Schreie, die ich gehört habe, waren da noch mehr Personen dran beteiligt? 6. Mindestens 6. Ich weiß. Für ein Haus wie Ihres sind das doch eine Menge Leute. Ja? Da müssten Möbel kaputt sein. Zerbrochene Spiegel, an der Wand zertrümmert. Ja, möglich, aber ich weiß, Sie haben mehr Erfahrung als ich, aber ich würde normalerweise, ich meine, ich würde das nicht notwendigerweise erwarten. Also legen Sie das nicht falsch aus. Aber wenn es erforderlich ist, wären Sie einverstanden, dass wir einen Lügendetektor einsetzen und Ihre Aussagen prüfen? Sicher, warum nicht? Sie wissen, dass Sie das nicht müssen. Ich habe nichts dagegen, überhaupt nichts. Reklame. Beruflich und privat Ihren eigenen Weg machen. Mit einem Partner, der Ihnen Kraft gibt, überwinden Sie jedes Hindernis. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken.
Durch unsere Hände gehen die besten Cafés der Welt. Jetzt haben wir einen Café geschaffen, der vereint herzhafte und milde Cafés zu einem neuen Genuss. Herzhaft und mild. Probieren Sie jetzt Herzhaft mild für nur 6,99 bei Tchibo. Sahnestücke 95. Die 39 besten deutschen Hits des Jahres. Juliane Werding. Wolfgang Petri, Die Prinzen, Howard Carpendale, Roland Kaiser, Sahnestücke 95, das Original. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Spalt. Schaltet ab. Schnell. Ultra Bra Perfection von Gossard. Ja, mit den Pösterchen. Dieses Thunderdome 11. Oh yeah! 40 schneidende Hardcore-Tracks. Doppel-CD zur scharfen Preis. You've got the power. Nächstes Puppenspiel. Thunderdome 11. The Killing Playground. Brand Maria Krumm. Charaktervoll mild. Für Augenblicke voller Harmonie. Maria Krumm. In Harmonie genießen. Die Welt wird anders sein, wenn man sie mit den Augen von Forrest Gump gesehen hat. Forrest Gump. Jetzt auf Videokassette. Oh, Was nimmst du denn auch so heißes Wasser? Wie kriege ich denn sonst den Dreck da weg? Na, mit Priel. Hm? Pass auf, ich zeig's dir mal. Das ist nämlich so kräftig, da reicht lauwarmes Wasser. Und alles wird sauber. Stimmt. Priel hat höchste Fettlösekraft. Es löst Fett kraftvoll, selbst in lauwarmem Wasser. Mit Priel wird sauber wie heiß gespült. Genial. Ich sag's ja. Männer. Priel und Priel Supra. Sauber wie heiß gespült. Mein Bruder, Mami und Papi, unser neues Auto, das bin ich. Wiedersehen, Haus. Zum Film Forrest Gump. Jetzt im Kombipaket mit der Videokassette. Wie oft haben Sie sich schon gefragt? Warum? Warum ein Asbach Ural teurer ist als... als jeder andere Weinbrand. Ist es vielleicht, weil die Fässer aus Limousineneiche gemacht werden? Oder ist es die längere Zeit, die ein Asbach Ural zum Reifen braucht? Oder ist es einfach der einzigartige, vollmundige Geschmack? Asbach Uralt. Vollmundig, vollkommen. Ha! Überzeugen Sie sich selbst! Überzeugen Sie sich selbst! Danke. Wenn sich Husten und Schnupfen bei ihr breit machen, nimmt sie Transpulmin. Weil es eine angenehme Creme ist, zieht es hier gut ein und wirkt von innen. Und die ätherischen Öle befreien die Atemwege von außen. Ich glaube,
du brauchst das nötiger. Transpulmin Balsam E hilft bei Erkältung wirklich weiter. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Never felt this way. And I always know to you. Kupferberg Gold. Spritzig, elegant und trocken. Sowas haben Sie noch nie gesehen. Der Schauspieler mit dem schönsten Körper, die Tennisspielerin mit dem schönsten Körper und das alles in einer Talkshow. David Letterman, heute Nacht bei RTL 2. Western Time bei RTL 2. Wahre Männer und das Gesetz der Wildnis. Ich werde jetzt abrechnen mit ihm. Oh, wie tackert. Nach 12 Jahren Haft will der alte Taggart sein Gold für sich. Wo ist das Gold? Die Legende von Odin Taggart. In deutscher Erstausstrahlung. Mittwoch 20.15 Uhr bei RTL 2. Sie sind ja wirklich ein gebildeter Mann, Doktor. Captain. Ich will fair zu Ihnen sein. Ihre Geschichte klingt unglaubwürdig. Ich bin seit 19 Jahren in der Army und habe eine Menge Schauplätze von Verbrechen untersucht. Und bei diesem hier stimmt was nicht. Es gab da nächtelange Pokerpartien, bei denen mehr Schaden angerichtet wurde. Zum Beispiel, sehen Sie hier irgendwas Ungewöhnliches auf diesem Foto? Nein. Das Erste, was ich gesehen habe, als Sie ins Haus kamen an diesem Morgen, da ist doch der Blumentopf. Ja. Er steht. Ja, ja. Nun sehen Sie sich mal die Zeitschriften an und die Tischkante. Ich verstehe nicht. Hat das irgendeine Bedeutung? Nun, Ivory, Shaw und ich, wir alle haben ein paar Mal diesen Tisch umgekippt. Er ist aber nie auf der Kante gelandet, sondern immer auf der Tischplatte. Er ist nämlich kopflastig. Wäre es nicht möglich, dass der Tisch während des Kampfes herumgestoßen worden ist? Ja, sicher wäre das möglich, aber am Ende hätte er dann wieder auf dem Kopf gestanden. Was wollen Sie damit sagen? Dass das eine gestellte Szene ist. Und Sie meinen, ich habe sie gestellt? Ich denke schon. Na, denken Sie, ich hätte den Blumentopf aufgerichtet, wenn das so wäre. Es hat ihn aber jemand aufgerichtet. Damit sagen Sie mir ins Gesicht, ich habe meine Frau und meine Kinder umgebracht. Das ist unfassbar, unglaublich. Um Gottes Willen, welches Motiv habe ich denn? Warum sollte ich sowas machen? Wir könnten vielleicht einige Gründe vermuten. Vielleicht. Denken Sie, dass ich nicht glücklich verheiratet gewesen bin? Also, ich bin glücklich verheiratet und trotzdem wurde ich schon manchmal böse auf meine Frau. Besonders, als ich noch jünger und schneller verärgert war. Denken Sie, ich könnte mich über jemanden so sehr ärgern, dass ich sowas tue? Solche Fälle soll es gegeben haben. Ich werde Ihnen sagen, wie das für mich aussieht. Sie können nichts vorweisen und da picken Sie sich einfach jemanden raus, und zwar den bequemsten. So sieht's nämlich aus. Wenn das Rechnungsjahr um ist und Sie Ihren Bericht vorlegen müssen, dann wollen Sie eine Quote von 100% gelöster Fälle. Na, was ist los? Was machen wir jetzt? Das hängt von Ihnen ab. Nein, das hängt nicht von mir ab. Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Sie haben wohl gedacht, Sie können mir ein paar Fotos hinschmeißen, sagen, ich hätte die Szene gestellt und ich hätte es getan. Ich weiß nicht, ob Sie es getan haben, Captain McDonald. Ich weiß das ganz und gar nicht. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass das, was Sie erzählen, nicht stimmt. Jetzt haben Sie also 6 Wochen gebraucht und sich dann erst entschlossen, mich zu vernehmen. Wir haben im ganzen Land Spuren von Hippies verfolgt und Mädchen mit langen blonden Haaren gesucht. Ja, ich verstehe das, aber ich... Wir haben mit Tausenden von Leuten gesprochen. Oh Mann. Das ist ein Albtraum, wie bei Edgar Allan Poe. Ich meine... Offensichtlich wissen Sie nicht viel über mich und meine Familie, sonst wären Sie wohl kaum zu diesem Schluss gekommen, beziehungsweise auf mich. Was für ein Mensch sind Sie? Ich habe meinen Stolz, bin aggressiv und ich habe meine Frau wirklich sehr geliebt. Ich habe hart gearbeitet, hatte eine wundervolle Familie und das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Es ist beinahe so schlimm. Nein, fragen Sie doch Patienten, die ich behandelt habe. Ich habe immer mein Bestes getan. Ich habe immer alles getan, um Menschen zu helfen. Ich habe meine Frau mehr geliebt, als es bei anderen Paaren der Fall war. Ich sage Ihnen, ich kenne niemanden, der so glücklich war wie unsere Familie. Und jetzt kommen Sie mit diesem Scheiß! Verdammt! Jeff, ich muss es mit jedem Beweisstück versuchen, das ich bekommen kann.
Quatsch! Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten! Niemand hatte je ein so schönes Leben wie ich. Weshalb zum Teufel sollte ich das alles kaputt machen? Ich bin Arzt! Ich hatte eine wunderbare Frau, die mich liebte, und zwei großartige Kinder. Wir hatten die schwerste Zeit gerade hinter uns gebracht. Das wäre doch... Das ergibt doch gar keinen Sinn, gar keinen Sinn. Sehen Sie, Mr. Graydon, was ich Ihnen erzählt habe über diese Nacht, ist die Wahrheit. Ein paar unbedeutende Einzelheiten sind vielleicht verschwommen und konfus, aber das Wesentliche des Geschehens ist so, wie ich es Ihnen erzählt habe. Wenn ich sowas gemacht hätte, was hätte ich denn dadurch gewinnen können? Gott, ich... Was habe ich denn davon? Sie kommt mir bekannt vor. Mary... Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht. Sehen Sie sich das mal an. Könnte das Mädchen aus San Antonio sein, ich... Sie ist Krankenschwester. Ich war einmal bei ihr, habe aber keinen Verkehr gehabt. Sie hat mir einen Brief geschrieben, aber ich habe ihn zerrissen und weggeworfen. Nichts Ernstes. Sie sind gründlicher, als ich dachte. Sie sind wesentlich gründlicher, als ich dachte. Da sieht man, wie dumm diese Kerle in der Army sind. Jeff, ein Verdächtiger. Ist doch nicht zu glauben. Jetzt, nach 6 langen Wochen, wollen Sie plötzlich ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Inzwischen haben die wahren Mörder das Land längst verlassen. Das Ganze ergibt einfach keinen Sinn. Sinn, glatter Irrsinn ist es, weiter nichts. Großer Gott, nur zu denken, dass Jeff derjenige gewesen sein könnte, der... Ach, lächerlich. Ich sag dir, Mildred, da muss etwas unternommen werden. Was? Ich weiß es nicht, aber ich will verdammt sein, wenn ich einfach zusehe, wie die Jeff McDonald als Kreuz nageln. Morgen, Mrs. McDonald. Bernie Siegel. Mr. Siegel, guten Morgen. Ein Freund von mir hat gesagt, ja, ich weiß, er hat mich informiert, ich kenne die Geschichte. Er braucht einen guten Anwalt. Sie können sich kaum vorstellen, was die Armee da mit dem treibt. Und ob ich das kann. Und das alles nur, weil sie die wahren Mörder nicht finden können. Setzen Sie sich, Mrs. McDonald. Mrs. McDonald, wie ist Ihr Vorname? Perry. Perry. Perry, ich stelle Ihnen jetzt eine ziemlich unangenehme Frage. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Nein, fragen Sie. Ich möchte nur, dass Sie meinem Sohn helfen. Haben Sie sich selbst mal gefragt, also ich meine mal selbst ganz ehrlich gefragt, ist es möglich, dass mein Sohn so etwas getan hat? Ja, das habe ich. Und? Es ist nicht nur meine Meinung. Bestimmt wird Ihnen jeder, der ihn kennt, dasselbe sagen. Er kann es nicht gewesen sein. Ich weiß es. Er ist ein guter Mensch durch und durch. Heißt das, seine Mutter beschützt ihren Sohn? Wer diese scheußliche Verbrechen begangen hat, muss verrückt sein. Wahnsinnig, habe ich recht? Ja, das würde ich auch sagen, ganz bestimmt, ja. Er ist bei mir aufgewachsen, all die Jahre. Ich würde es doch wissen, wenn jemals bei ihm etwas nicht gestimmt hätte. Soll ich mit ihm sprechen? Bitte, hier ist seine Nummer. Wie alt waren die Mädchen? 5 und 2. Entsetzlich. Ich habe selbst 2 kleine Mädchen. Zwillinge. Entsetzlich. Liebe Mildred, lieber Freddy, es ist alles unwirklich. Es ist so wie bei Edgar Allan Poe. Oder wie bei Hitchcock. Dass sie mich jetzt des Mordes an meiner Familie verdächtigen, geht über meinen Verstand. Ich habe dummerweise gesagt, dass nur Leute, die Unrecht getan haben, einen Anwalt brauchen. Ich habe die Idioten beleidigt, als sie mich am 6. April vernommen haben. Man soll nie engstirnige Männer beleidigen, die an verantwortlichen Stellen sitzen. Ich vermute, ich bin schuldig, bis bewiesen ist, dass ich unschuldig bin. Und bis jetzt bin ich noch nicht einmal angeklagt worden. Ich danke euch für eure Unterstützung. Ihr seid wundervolle Menschen. Ich habe die Mädchen geliebt. Eure Tochter.
meine Kinder. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Unzurechnungsfähigkeit operieren. Denn nach der besonderen Art des Verbrechens müsste er ein sehr, sehr kranker Mann sein. Aber die Armee muss Beweise haben, sonst hätten die nie das Verfahren eröffnet. Dennis, wenn Sie sich entscheiden sollten, ihn zu beschuldigen, greifen wir an. Denn gleich welche Fakten die Armee vorliegen hat, sie haben zu falschen Schlüssen geführt und wir werden das beweisen. Ja, da haben Sie recht, ich bin sehr verärgert. Und ich bestehe auch darauf, dass mich die Presse präzise zitiert, Wort für Wort. Ich protestiere gegen die Tatsache, dass die Armee meinem Schwiegersohn jetzt schon über 3 Wochen Beschränkungen auferlegt hat. Und nun hören Sie zu, das ist sehr wichtig. Er ist noch nicht mal wegen irgendeines Verbrechens beschuldigt worden. Sind das die Vereinigten Staaten von Amerika? Sagen Sie mir das. Ich dachte, nur in kommunistischen Ländern werden Menschen auf diese Art festgehalten. Ja, zum Teufel, ich würde gern wissen, was da los ist. Mildred? Hey, Mildred. Na, heute habe ich dir aber meine Meinung gesagt. Ich weiß nicht, ob es irgendwas nützt, aber bestimmt. Was ist denn? In den 6 Uhr Nachrichten haben sie gerade gesagt, dass die Army Jeff beschuldigt wegen Mordes in 3 Fällen. Wie soll das alles enden? Wo soll dieser ganze Wahnsinn noch hinführen? Was wollen die? Soll denn Jeff auch noch sterben? Freddy. Ich werde Jeff anrufen. Ihm sagen, dass wir hundertprozentig hinter ihm stehen. Dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um ihm zu helfen. Vorsingen. Ob die Chicagoer das verkraften werden? Komm, lass mich das machen. Das stört dich doch nicht. Ach, was, Mom, überhaupt nicht. Das geht mir ausgezeichnet. Ich schon, aber du musst an das Baby denken. Du darfst nun überhaupt nicht reden. Das schadet deinem Rücken. Ich warte erst. Du eigentlich nicht zu viel. Danke. Ist Jeff schon zurück? Nein. Hat er angerufen? Nein. Hast du seinen Anruf erwartet? Ist doch alles in Ordnung, Colette, oder? Ich meine zwischen dir und Jeff. Colette. Also, um dir die Wahrheit zu sagen, Jeff ist jetzt ein großes Ass am College. Sie haben ihn zum Vorsitzenden des Sportclubs gewählt. Und letzte Woche hatte er seine erste Blinddarmoperation. Er schwebt auf Wolke 9. Daddy. Hallo, mein Schatz. Na, wie geht's dir? Gut. Du wirst ja immer schwerer, Donnerwetter. Hart gearbeitet. Wo, im Krankenhaus? Nein, auf der Aschenbahn. Hallo. Hallo. Ich dachte, du wolltest heute Basketball spielen. Ja, richtig, aber nur eine Stunde lang. Machst du mir was zu trinken? Ich geh mal schnell unter die Dusche. Musst du heute Nacht arbeiten? Ja, von 9 an. Er arbeitet schon wieder heute, ne? Naja, das ist doch ganz normal, wenn er was werden will. Und das soll bei euch noch 2 Jahre so weitergehen. Wir schaffen es schon. Wir fühlen uns doch alle sehr wohl.
Okay, du wartest hier. Ich hole einen Rollstuhl. Colette, du sollst doch im Wagen bleiben. Ich hab gesagt, ich hol dir einen Rollstuhl. Ich brauche aber keinen Rollstuhl. Doch, du brauchst einen. Sei doch vernünftig. Dazu sind sie doch da. So, jetzt setz dich erst mal dahin. Komm, gib mal her. Und du wartest hier, okay? Du bleibst hier sitzen. Ich hol den Stuhl. Na, komm mal her, Schatz. Also, du fährst jetzt besser mit Kimi nach Hause. Dachte, wir können sieh mal, es könnte ja irgendwelche Komplikationen geben. Ich rufe dich sofort an, sobald ich was weiß. Ja gut, Jeff, ich weiß nicht, ob ich zurückfinde. Ich bin hier noch nie gefahren. Ich kenn das, ich zeig's dir. Na bitte, so lieb ich meine Tochter. Du passt schön auf Großmama auf, okay? Bis später. Ja, nicht doch um Himmels Willen. Stell das wieder hin, Colette. Was machst du denn? Da ist doch viel zu schwer. Na komm, gib schon her. Gib her. Alles in Ordnung? Ja, ja. Pass schön auf die Stufe. Schön langsam. Wo ist Mom? Sie bleibt im Krankenhaus. Wieso bleibt sie denn da? In ein paar Tagen ist sie wieder zu Hause. Dann hat sie eine große Überraschung für dich. Und in der Zwischenzeit machen wir beides uns hier ganz gemütlich. Oh ja! Und der schöne weiße Schwan schwamm über den See. Und die Ente quakte Quark. Der schöne weiße Schwan schwamm ans andere Ufer. Hallo? Ja, hier ist Mrs. Kassab. Ja, ja, ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, wie es meiner Tochter geht. Ah ja? Oh, schön. Und es geht ihr gut? Ah ja. Bitte, dann sagen Sie Jeff, wenn Sie ihn sprechen, dass ich bin glücklich, dass er noch eine Tochter hat. Also ich kann dir sagen, als ich heute Morgen da war, da hatte sie einen Schock. Und die haben nicht das Geringste dagegen unternommen. Aber wo war denn der Arzt? Gott weiß wo. Sie hatte eine Arterienblutung. Das Blut ist in ihren Magen gelangt. Sie hätte leicht daran sterben können. Jeff, ich bin so froh, dass du im Krankenhaus gewesen bist. Zum Glück war ich noch zur rechten Zeit da. Jeff, ich hab dir... Ich muss leider weg. Geht es Mami gut? Ja, es geht ihr fabelhaft. Und du hast jetzt ein liebes kleines Schwesterchen. Na hör mal, das ist doch ein Grund zum Feiern. Wollen wir in den Zoo gehen? Können wir das? Und ob wir das können. Hol dir schnell was zum Überziehen. Beeil dich. Old MacDonald hat eine Farm. I-A-I-A-O. Auf der Farm, da steht ein Schaf. Ich habe mit Jeff gesprochen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hä? Wie die von der Armee überhaupt nur denken können, dass er... Die müssen nicht ganz bei Sinnen sein. Weißt du, was mir Jeff erzählt hat? Sie wollen jetzt Haarproben von ihm, und zwar von seinem ganzen Körper. Haarproben? Freddy! Das ist eine Horrorstory, Mildred. Ja, aber was, wieso denn Haarproben? Man hat wohl eine Haarsträhne von irgendjemand in Colettes Hand gefunden. Sie könnte von einem dieser verrückten Leute stammen, die sie umgebracht haben. Und nun, sie wollen prüfen, ob es Jeffs Haar ist. Wer hat es getan? Warum? Was ist geschehen, Jeff? Du musst uns mehr darüber sagen. Er ist so durcheinander. Jedes Mal, wenn ich versuche, etwas rauszukriegen, kann er mir nichts sagen. Er sperrt sich, schweigt. Der arme Jeff. Er tut mir so leid. Hm. Weißt du, was ich jetzt tun werde? Ich werde jetzt erstmal $5,000 Belohnung aussetzen, damit die Mörder gefasst werden können. Ich beabsichtige, diese Vernehmung fair und unvoreingenommen zu führen. Damit alle relevanten und notwendigen Beweismittel noch einmal überprüft werden können, die jede Seite vorzulegen hat. Danach werde ich eine Empfehlung abgeben, ob die Beweise ein Militärgerichtsverfahren rechtfertigen. Und als ich im Februar mit Colette telefoniert habe, sagte sie, dass die Monate in Fort Bragg für sie die glücklichste Zeit ihrer Ehe waren. Er hatte eine besonders ausgeprägte Beziehung zu Colette und ein außergewöhnliches Interesse an seinen Kindern.
Ich habe Captain MacDonald untersucht und glaube nicht, dass er in seinem Persönlichkeitsmuster die emotionalen Strukturen aufweist, die ihn zu einem derartigen Mord befähigen könnten. Na, dann schönen Tag noch, Jeff. Okay, Buddy. Gute Arbeit. Jeff! Freddy! Ich habe versucht, reinzukommen. Weißt du, was die Army gemacht hat? Die haben die Öffentlichkeit von der Vernehmung ausgeschlossen. Ich kann dir auch sagen, warum. Die möchten nicht, dass man erfährt, was da drin vor sich geht. Die fürchten eine schlechte Publicity. Also erzähl mal, wie war's? Bernie hat sie vernichtet. Ich sage dir, ein Strafverfahren ist meines Erachtens so gut wie gestorben. Ah ja. Jetzt haben die erst mal die Fakten gehört, dass die MPs in dieser Nacht bei uns da reingestürmt sind wie eine Herde von Elefanten. Die haben alles durcheinander gebracht, was sie in die Hände kriegen konnten. Zum Beispiel haben sie das Telefon abgenommen, weil sie telefonieren wollten. Und noch etwas, Freddy. Einer dieser Fahrer vom Krankenwagen hat diesen scheiß Blumentopf wieder aufgestellt und mir haben sie vorgeworfen, ich hätte die Szene gestellt. Blumentopf? Sie glauben, dass derselbe Kerl auch meine Brieftasche vom Schreibtisch genommen hat. Und es kommt noch dicker. Die blöden Nieten von der Armee, die haben die Müllabfuhr den ganzen Ramsch wegschleppen lassen, da wurde nichts untersucht. Die ganzen Beweise weg. Das ist doch kaum zu glauben. Naja, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns nachher. Sag mal, Jeff, könntest du mir nicht jeden Tag einen Durchschlag vom Vernehmungsprotokoll besorgen? Tja, ich weiß nicht, Freddy, da... Die Army-Vorschriften und so. Bitte versuch es. Na, mal sehen. Okay, ich versuch's. Ja, hast du den Bericht im Fernsehen gesehen? Wir kriegen sicher eine gute Presse. Wird toll. Ist irgendwas, Freddy? Jeff hat dem Long Island Register ein Interview gegeben. Und? Und er hat ihnen alles erzählt. Hier, diese Schlagzeile. Sieh dir das an. Ich bin durch einen Schrei erwacht. Schon sehr merkwürdig, nicht? Naja. Er hat ihnen all die qualvollsten, intimsten Einzelheiten erzählt. Uns hat er bis heute nichts erzählt, aber bei den Zeitungsmenschen, ja, da leert er sich den Kopf aus. Na, ich glaube, die haben ihm das nahegelegt. Nahegelegt? Das ist sicher sowas wie ein Schachzug gegen die Armee. Ich wette, Mr. Siegel hatte... Ich verstehe das nicht. Ich kann nur sagen, ich verstehe das nicht. Na, jetzt komm. Komm, fass dich mal wieder. Ich habe übertrieben reagiert. Er hat ja auch seine Probleme, weiß Gott. Weißt du, heute Morgen, es war noch sehr früh, habe ich das Vogelhäuschen beobachtet. Da flatterte immer ein wunderschönes Eichelheerpärchen rein und raus. Und wieder die Sonne zwischen den Bäumen aufgegangen ist. Da dachte ich, wir können das nie mehr sehen. Kimmy und Christy, ist es nicht mehr möglich, diese wunderbaren Schönheiten dieser Welt zu sehen. Wir werden sie nie mehr sehen. Gibt's was Neues, Mr. Siegel? Sie werden hier mit in Gewahrsam genommen, zu dem Zweck, Haarproben von Ihnen zu beschaffen. Also los, steigen Sie aus. Moment, Moment mal. Ich bin einer von Captain McDonalds Rechtsanwälten und was Sie hier tun, ist im höchsten Maße rechtswidrig. Nehmen Sie Captain McDonald sofort nein, in nein, Gewahrsam. Ich protestiere, das können Sie nicht machen. Also bitte, dann darf ich erstmal Ihren Ausweis sehen. Ich möchte wissen, ob Sie rechtmäßig autorisiert sind, meinen Mandanten in Gewahrsam zu nehmen. Also, wo Sir, ist der Haftbefehl? Bitte jetzt hier weggehen, ich habe ja? Sie gefragt, welche Behörde Sie autorisiert hat, meinen Sir, Mandanten in Gewahrsam zu nehmen. Ich habe Sie gebeten, beiseite zu treten. Augenblick mal langsam. Das können Sie nicht machen. Wir sind seine Rechtsanwälte. Das ist Mr. Eisenman, mein Assistent. Sie schaffen hier niemanden weg, es sei denn, Sie haben was Schriftliches in der Hand. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe?
Dennis, was ist los? Bist du verletzt? Dennis, was ist passiert? Dennis! Verdammt, man ruft Notarzt! Ja gut, fotografieren Sie! Machen Sie Aufnahmen! Steigen Sie aus, Captain. Ja, schon gut, ich komme ja. Holt doch endlich einen Arzt! Holt einen Arzt! In den Wagen. Gut, dass Sie da sind. Los, fotografieren Sie weiter! Weiter, weiter! Machen Sie so viele Aufnahmen, wie Sie können. Mein Hals! Oh, mein Hals! Ich brauche einen Arzt! Jetzt habt ihr gesehen, wie die Army sowas macht. Was? Ja, jetzt habt ihr es gesehen! Freddy, das war das Dümmste, was die Army bisher gemacht hat. Wir kriegen Schlagzeilen noch und noch. Jack Anderson hat heute Morgen eine Kolumne darüber geschrieben. Jetzt ist es vollkommen offensichtlich. Die Army weiß weder ein noch aus. Und nun wieder wie jeden Tag um diese Zeit Tipps für die Hausfrau, Informationen und Musik am laufenden Band von ihrem Bill Barrymore. Sir? Mr. Siegel? Mein Name ist Posey. Bill Posey und also ich wohne in Haymond hier in den, Sie wissen schon, der Hippie-Bezirk. Ja nun, ich lebe in der Clark Street und da wohnt doch dieses Hippie-Mädchen Helena. Könnte ich Sie vielleicht mal kurz sprechen? Ja, dann gehen wir darüber. Setzen Sie sich. Mein Assistent, Mr. Eisenberg. Guten Tag. Ja, danke. Ich habe gelesen, dass $5,000 Belohnung ausgesetzt sind für Informationen, die zur Festnahme von... Ja, das ist richtig. Dieses Mädchen steht immer unter Drogen, wissen Sie? Ist ein Hippie-Mädchen, das bei ihm da wohnt. Sie dealt mit Drogen. Sie sagt, dass sie sich auch mit Hexerei befasst. Ich verstehe jetzt nicht ganz, Mr. Bill Posey. Okay. Erzählen Sie weiter, Mr. Posey. Tja, wissen Sie, es ist nämlich so. Ich habe sie schon sehr auf den Stiefeln rumlaufen sehen. Sie hat eine blonde Perücke und trägt oft so einen breiten Schlapphut. Aber nun, seit es in dieser Nacht passiert ist, nicht mehr. Und an dem Tag, an dem die Beerdigung war, da habe ich sie in einem langen, schwarzen Kleid gesehen. Sie war verschleiert. Und über ihre Eingangstür hatte sie einen besonders schönen großen Grabkranz angebracht. Und Sie sind sicher, dass das so ist, wie Sie sagen? Ja, Sir. Sie benahm sich, als wäre sie in Trauer. Sie hat den ganzen Tag nur rumgesessen und in der Wohnung haben viele Kerzen gebrannt. Hat sie Ihnen gesagt, wo sie in dieser Nacht gewesen ist? Nein, Sir. Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Sie war so stoned von LSD oder Mescalin, dass sie überhaupt nicht wusste, wo sie war und mit wem sie zusammen gewesen ist. Aber etwas hat sie gesagt. Was? Also, ich habe sie gefragt, wie das denn so mit ihrem Freund läuft. Und sie sagte, wissen Sie, heiraten können wir noch nicht, weil wir müssen erst losziehen und noch ein paar Leute umbringen. Reklame. Safari, the men's fragrance by Ralph Lauren. Wer bauen will, muss sparen, sparen. Sparen. Aber Wüstenrot Bausparen ist jetzt freier und flexibler. Schon ab 30% Ansparung kann's losgehen. Neu, Ideal Bausparen von Wüstenrot. Heute ist Wüstenrot-Tag und morgen zahlt sich's aus. Wenn du nur das Allerbeste bist, wenn du die Reinheit mit den Perlen bist, jetzt ist die Gelegenheit, unser Bestes von Persil. Unser Bestes ist Persil Mega Pearls. Nur jetzt im 3,2 Kilo Vorratspaket mit der roten Schleife. Greifen Sie zu bei Persil Mega Pearls. Unser Bestes von Persil. Das ist das Büro von meinem Vater. Hey, der ist ja an. Komm, wir surfen ein bisschen. Hey, spinnst du? Fiat Bravo, der temperamentvolle Kompakte. Fiat Brava, die dynamische Limousine. Mach mal größer. Nee, lass mich. Das andere auch.
Die würde ich gern mal fahren. Hey, da ist das Radio ja schon mit drin. Mann, ganz neue Motoren und alles Mehrventile. Schick mal die Farben an. Fiat Bravo, Fiat Brava. Ihre Wahl. Und die Farben? Das erste Gefühl, das ein Mensch entwickelt, ist Vertrauen. Vertrauen zu anderen Menschen. Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Vertrauen in die eigene Entscheidung. Ohne Vertrauen entsteht nichts. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Warum schmeckt Pico Cappuccino eigentlich so gut? Weißt du, diese Frage, sie kommt so plötzlich. Ich kann dir darauf nicht antworten. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Was gibt's da zu überlegen? Pico Cappuccino schmeckt so gut, weil Pico von Chibu kommt. Der Raclette-Grill von Tefal mit beschichteten Pfännchen. Oben grillen, unten Raclette, da bleibt nichts kleben. Ob raffiniert und feurig wie in Andalusien. Oder geheimnisvoll, wie in Indien. Der Raclette-Grill von Tefal macht Freunde. Tefal, du denkst an alles. Freshenet. Obwohl ich nicht sehen kann, erkenne ich jeden Gast sofort. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Eduardo. Guten Abend, Frau Alvera. Arbeitet Ihr Mann heute wieder lange? Da ist er ja schon. Ich erkenne ihn sofort an seinem Duft. Havana Reserva, der neue Herrenduft. Da kommt ganz schön was zusammen. Sparen Sie Geld mit der Osram Dulux EL. Schon eine einzige spart bis zu 260 Mark. Osram Dulux EL. Ich bin ein Husten und vielleicht bald eine Bronchitis. Und du? Ich bin Macatosin. Ach du Scheiße. Macatosin, das Hustenmittel mit Wirkstoffen aus der Natur, damit aus dem Husten keine Bronchitis wird. Macatosin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sag mal, so kenne ich dich ja gar nicht. Du meckerst ja überhaupt nicht. Endlich mal nichts zu meckern. Tui, Sie haben es sich verdient. Wir haben die heilende Kraft der Kamille wirksam konzentriert, damit es Ihnen wieder besser geht. Camillosan-Konzentrat. Das wirkt gut bei Entzündungen und es hilft gut bei Erkältungen. Camillosan-Konzentrat, die gute Besserung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hä? Schau ihm in die Augen. Kleiner Feigling. Oh, alle auf den Kleinen. Jetzt mehr Geld vom Staat. Wir sagen Ihnen wie. BHW, der Baufinanzierer. Warum ist Mon Chéri zu Weihnachten eigentlich so beliebt? Ich weiß es nicht. Diese Kirsche bringt mich zum Träumen. Und träumen tue ich gerne. Besonders an Weihnachten. Ich weiß nur, ohne Mon Chéri darf ich Weihnachten nicht nach Hause kommen. Frohe Weihnachten mit Mon Chéri. Entweder ihr wünscht euch eine Swatch mit Goldring. Oder? Oder ihr kauft euch selber eine. Gibt's in allen Teepunkten und beim Teeversand. Seinen eigenen Kopf haben. Eigene Ideen verwirklichen. Ganz einfach. Das ist mein Duft. Hugo. Yeah. Hugo Boss. Don't imitate. Innovate. Kupferberg Gold. Spritzig, elegant und trocken. Sowas haben Sie noch nie gesehen.
Der Schauspieler mit dem schönsten Körper. Die Tennisspielerin mit dem schönsten Körper. Und das alles in einer Talkshow. David Letterman, heute Nacht bei RTL 2. Die jungen Wilden, beste TV-Movies bei RTL 2. Ein Unfall verändert das Leben der gehörlosen Peggy. Wo ist John? John ist tot. Nach dem Tod ihres Mannes soll sie jetzt auch noch ihre kleine Tochter verlieren. Die Vormundschaft wird Ihnen ohne Zweifel zugestanden. Nach Gottes vergessene Kinder jetzt ein neuer Film der gehörlosen Oscar-Preisträgerin Marlee Matlin. Brücke zum Schweigen, am Donnerstag um 20.15 Uhr. Miss Stokely? Helena? Ja? Komm, wir gehen. Miss Stokely? Tag, mein Name ist Ivory. Ich bin von der Abteilung für Verbrechensermittlung der US Army. Wie geht's? Hallo. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zum Fall Jeffrey McDonald stellen. Ja. Das ist der Captain der Army, dessen Familie... Ich weiß. Nach Aussagen eines Mr. William Posey waren Sie mit Freunden unterwegs in der Nacht, als Captain McDonalds Familie... Kann schon sein. Was schreiben Sie da? Oh, nichts. Ich steck's weg. Erinnern Sie sich, wo Sie in dieser Nacht waren? Nein, ich war unterwegs im Nirvana. Haben Sie eine blonde Perücke, Miss Stokely? Ach, die habe ich von einer Freundin ausgeliehen und die hat sie jetzt auch wieder zurück. Und einen großen Schlapphut haben Sie auch? Ja, den hatte ich, aber ich habe ihn verschenkt, ich weiß nicht an wen. Und was ist mit den Stiefeln? Die habe ich weggeworfen. Hören Sie, die Army führt eine Untersuchung durch im Mordfall McDonald. Wären Sie bereit, mitzukommen und auszusagen, was Sie wissen und wo Sie waren in der Nacht des Verbrechens? Ach, nein. Ich möchte da nicht mit reingezogen werden. Könnten Sie uns die Männer nennen, mit denen Sie in dieser Nacht zusammen waren? Ach, irgendwelche Jungs, ich weiß auch nicht. Der Eigentümer des Wagens? Bruce. Bruce, ist das alles? Ich kenne den gar nicht. Das ist ein weißer Junge, dunkelhaarig. Miss Stokely, haben Sie sich jemals für Hexerei interessiert? Also, manche Leute sagen, dass ich eine menschenfreundliche Hexe bin. Aber in Wirklichkeit bin ich ja gar keine Hexe. Das sagen die Leute nur so. Waren Sie in der Mordnacht im Haus der McDonalds? Ich weiß ja nicht mal, wo die wohnen. Ja, aber Sie haben gesagt, dass Sie nicht mehr genau wissen, was passiert ist. Wir sind nur spazieren gefahren, sonst weiß ich nichts. Was soll ich denn auch wissen? Das versuche ich ja eben herauszufinden. Ich war nicht dort, okay? Ich war nicht dort. Mr. Ivory, ich verstehe das nicht ganz. Sie haben gesagt, Sie befragten Miss Stokely. Und Sie haben sich keine Notizen gemacht? Nein, das tat ich nicht. Ich wollte es nur, dann ist sie nervös geworden und da habe ich das Notizbuch wieder weggesteckt. Hatten Sie denn den Eindruck, dass sie aufrichtig, klar und offen war? Ja, ich würde meinen, sie war ehrlich. Ehrlich und offen, ist das richtig? Ja. Sie hat Ihnen aber den vollen Namen des Eigentümers des Wagens nicht genannt, mit dem sie an diesem Abend unterwegs war. Und das war für Sie eine aufrichtige, ehrliche, offene Antwort. Ja. Sie hat Ihnen aber auch erzählt, dass sie sich nicht daran erinnern kann, wo sie so ungefähr 4 Stunden lang gewesen ist, weil sie Marihuana geraucht hat. War das auch für Sie eine aufrichtige, ehrliche und offene Antwort? Ja, diese Antwort hat sie mir gegeben. Sie hätten sie auch eine Lügnerin nennen können, oder? Sie hätten sie auffordern können, sich etwas genauer darüber zu äußern, wo sie war und was sie an diesem Abend getan hat. Das wäre möglich gewesen, ja. Aber Sie taten es nicht, Sir. Nein, Sir, ich tat es nicht. Sie waren so glücklich wie noch nie. Er hatte mehr Zeit für die Kinder und auch mehr Zeit für seine Frau Colette. Sir,
Darf ich noch etwas hinzufügen? Ja, natürlich. Wenn ich noch eine Tochter hätte, würde ich mir wieder einen Schwiegersohn wie ihn wünschen. Sie waren sehr aktiv an der Highschool. Was haben Sie da alles gemacht? Football, Basketball, Baseball, Leichtathletik. Ich war im Key-Club, Uni-Club, Biologie-Club. War Seminarvorsitzender, Studentensprecher. Und welches College besuchten Sie nach dem Abschlussexamen? Die Universität Princeton mit einem Stipendium. Nach dem Studium und Ihrer Zeit als Assistenzarzt am Presbyterianischen Krankenhaus von Columbia, wofür haben Sie sich dann entschieden? Ich ging freiwillig zur Army. Ist doch großartig, Jeff. Ich bin froh, dass alles so gut läuft. Trotzdem hätte ich sehr gern das Vernehmungsprotokoll. Geht das? Kannst du das für mich besorgen? Ja, natürlich, verstehe schon. Du tust dein Bestes, aber ich will eine öffentliche Vernehmung und bearbeite die Regierung. Sicher. Jeff, irgendwie kriegen wir das hin. Captain MacDonald, um welche Zeit ging Ihre Frau an diesem Abend zu Ihrem Kurs? Um 6.15 Uhr. Was haben Sie gemacht, als sie weg war? Ich habe ein paar Teller vom Abendessen ins Spülbecken gestellt. Ich bedanke mich, danke sehr. Ja, vielen Dank. Und dann habe ich mit den Kindern ferngesehen. Und nun stelle ich Ihnen unsere nächsten Kandidaten vor auf dem Weg in die Profiliga. Jimmy Brannigan aus Bristol, Arizona. Sie sind schlafen gehen. Er war in der letzten Saison einer der erfolgreichsten Spielerklubs. Mr. Brannigan, es ist eine große Freude, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen. Ja, ich freue mich auch. Guten Abend. Und nachdem Sie Christy zu Bett gebracht hatten, was haben Sie dann gemacht? Ich bin im Wohnzimmer eingeschlafen. Wach auf, Daddy, es geht los! Es geht los, wach auf! Haben Sie die Show zusammen angeschaut? Ja. Wann war sie zu Ende? Um 21 Uhr. Haben Sie dann irgendetwas Besonderes gemacht, nachdem Sie Kimberly ins Bett gebracht haben? Nein. Eigentlich nicht. Ich bin wieder ins Wohnzimmer gegangen und habe weiter ferngesehen. Ja, es war ein großer Erfolg. Ich muss das nicht besonders betonen. Sie hören ja an der Reaktion unserer Publikum. Ja? Da haben Sie den Schacken. Offensichtlich sind die Herren der Zuschauer gespielt. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Die Kinder sind im Bett. Ich bin völlig erledigt. Na, noch ein Schlummertrunk? Mhm. Was hat sie getan, als sie zurückgekommen ist? Sie saß dann mit mir im Wohnzimmer. Also weißt du, mir gefällt der Kurs in Kinderpsychologie wirklich sehr gut. Ich sag mir immer, ich hätte schon längst damit anfangen sollen. Danke. Was wird denn nun aus deiner Reise? Reise? Naja, du hast doch gesagt, du musst vielleicht nach Russland als Betreuer für die Boxmannschaft. Ach so, ja, das steht noch gar nicht fest. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, Jeff. Natürlich werde ich dich vermissen, wenn das Baby in der Zeit kommt. Aber du wirst dich dann umso mehr freuen. Und dann gingen sie zu Bett? Ja. Was haben sie dann gemacht? Ich habe noch eine Weile ferngesehen. Und dann? Habe ich abgewaschen. Haben sie dabei Handschuhe getragen? Ich glaube ja. Was für welche? Ich weiß nicht mehr. Da waren etwas dickere gelbe Küchenhandschuhe und ein paar Arzthandschuhe, die ich mitgebracht hatte. Sie haben dann gelesen. Wann haben Sie aufgehört? So etwa gegen zwei. Dann fanden Sie Christy in Ihrem Bett. Das Bett war nass. Sie haben sie in Ihr eigenes Zimmer gebracht, sind dann zur Couch gegangen und haben sie schlafen gelegt. Ja. Was präzise hat sie aufgeweckt? Ein Schrei. Gefolgt von Hilfe. Hilfe, Jeff, hilf mir. Warum tun Sie mir das an? Haben Sie noch etwas anderes gehört? Warum tun Sie mir das an? Ich hörte meine Tochter Kimberly schreien. Daddy, 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 Daddy. Wo war zu dieser Zeit Ihr Pyjama-Oberteil? Ich weiß nicht. Es war irgendwie um mich herum, um
meine Arme, aber ich weiß nicht, wie es dahin gekommen ist. Mir war schwindelig und ich sag das nicht nur so, ich habe Sterne gesehen. Wirklich, das ist mein Ernst. Und als Sie gefallen sind, haben Sie das Bewusstsein verloren? Also ich nehme es an, weil es das Letzte ist, woran ich mich erinnere. Als Sie wieder zu sich gekommen und aufgestanden sind, wie haben sich da Ihre Arme angefühlt? Alles, was ich weiß, ist, dass Sie immer noch eingewickelt waren in den Pyjama. Was taten Sie, als Sie in das Elternschlafzimmer kamen? Tja, das waren mehrere Dinge. Ich habe versucht, meine Hände von dem Stoff freizubekommen und dann habe ich nach meiner Frau gesehen. Was haben Sie mit dem Pyjama-Oberteil gemacht? Ich hab's fallen lassen. Wo? Ich weiß nicht. Was haben Sie dann getan? Ich habe meiner Frau das Messer aus der Brust gezogen. Und dann? Ich glaube heute, dass ich dann ihre Brust zugedeckt habe mit dem Pyjama-Oberteil. Wo war es? Ich weiß nicht, ich hab's einfach aufgehoben und über ihre Brust gelegt. Ich zeige Ihnen nun das Beweisstück Nummer 84. Dieses Messer mit einer gebogenen Klinge. Könnte es aus Ihrer Küche stammen? Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass ich diesen Gegenstand schon mal gesehen habe, also muss ich das verneinen. Sind Sie absolut sicher? Ja. Dieses zweite Messer, das am Tatort gefunden wurde. Beweisstück Nummer 82. Könnte das aus Ihrer Küche stammen? Nein. Beweisstück Nummer 83. Dieser Eispickel. Haben Sie den schon mal gesehen? Nein. Sind Sie absolut sicher? Ja. Hat einer Ihrer Drogenpatienten Sie mal bedroht? Ja. Erinnern Sie sich vielleicht noch mit welchen Worten? Ich werde Sie töten, ich kriege Sie. Etwa in dieser Art. Ich habe Colette geliebt. Mehr als alles auf der Welt. Und unsere gemeinsame Zeit in Fort Bragg, die war bei weitem der glücklichste Abschnitt in unserem Eheleben. Mr. Jack Nelson, Los Angeles Times. Ich habe den Eindruck, dass Sie gut geeignet sind, einen größeren Artikel über meinen Fall zu schreiben. Meine Anwälte führen gegenwärtig Vorverhandlungen mit den Zeitschriften Look und Esquire, aber... Captain McDonald. Stehen Sie bequem, Captain. Ich habe Colonel Rocks Bericht über die Voruntersuchungen nach Artikel 32 studiert und bin zu der Überzeugung gekommen, dass das Beweismaterial nicht ausreicht, um Sie zu überführen. Sir, ich hätte es vorgezogen, für unschuldig erklärt zu werden. Ich kann leider zu diesem Schluss auch nicht kommen. Sir, ich habe meine Frau und meine Kinder nicht ermordet. Die Empfehlung von Colonel Rock wird vorsehen, dass alle Beschuldigungen gegen Sie fallen gelassen werden. Danke. Nochmals vielen Dank, Sir. Kommt rein! Ja! Ja, ausgeschafft, was? Meine Glückwünsche. Ja, ich danke dir, danke. Oh, Jeff, du glaubst nicht, wie wir uns freuen, dass alles so gut ausgegangen ist. Bestimmt werden Sie jetzt die Mörder fassen. Ja, aber wenn Sie wollen, können Sie das auch in dem Artikel bringen. Sie haben immer hundertprozentig zu mir gehalten. Meinst du, du kriegst jetzt dieses Artikel 32-Protokoll für mich? Ich möchte alles lesen, was während der Vernehmung gesagt wurde. Entschuldige, Freddy, ich bin jetzt sehr beschäftigt. Ich habe ein Interview in den Fernsehnachrichten. Ja, aber ich dachte eben, du könntest vielleicht... Captain McDonald, haben Sie schon Pläne für die Zukunft? Meinen Sie, welche soll ich nehmen, die grüne oder die khakifarbene fürs Interview? Ich würde sagen, die grüne. Ja, das meine ich auch, mache ich. Also, wie sind Ihre... Ich weiß nicht, kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur eins, ich habe eine Riesenwut.
Die kriegen wir, die meine Familie umgebracht haben. Und da bin ich für die Todesstrafe. Ja, er spricht das aus, was wir empfinden. Mann, das Telefon spielt heute verrückt. Hört zu, wir sehen uns ja heute Abend noch. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr vorbeigekommen seid. Also, bis heute Abend. Ja, ja, ich okay, bis dann. Fahrt vorsichtig, kommt gut rüber. Hallo? Captain McDonald? Ja? Hier spricht Betsy Gilmore. Wer? Betsy Gilmore von den Nachrichten. Oh ja, 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 ja. Wissen Sie, ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen und ich finde, Sie sind ein ganz netter Typ. Und da dachte ich, wir könnten uns... So wie die loslegt, lässt sich mit der bestimmt was Interessantes anfangen. Ich finde es schon interessant, wenn wir mal miteinander reden. Freddy, wo warst du denn so lange? Bei der Zeitschrift Look. Ich bin spät dran, entschuldige. Tja, ich habe gewartet, aber dann habe ich mit dem Essen angefangen. Ich war bei dem Redakteur. Ich habe ihm gesagt, dass ich einen Brief an 500 Kongressabgeordnete aufgesetzt habe, in dem ich um die Wiederaufnahme der Ermittlungen bitte. Ich habe ihm klargemacht, dass was geschehen muss. Das FBI hat schließlich überhaupt nichts getan. Was meinst du, sind Sie daran interessiert? Naja, er will zwei Reporter abstellen, die ständig mit Jeff zusammenarbeiten. Das wird vielleicht 3 Monate dauern. Dann wollen Sie die Sache ganz groß rausbringen. 3 Monate? Intensive Ermittlungen, damit die Leute gefasst werden, die das getan haben. Zweitens, ich will, dass deine Unschuld 100%ig erwiesen ist. Drittens, ich versuche zu verhindern, dass so etwas jemals wieder passieren kann. Ja. Jeff, die haben Reporter, die ermitteln so, dass die FBI-Agenten dagegen wie Schuljungs aussehen. Wirklich? Ja, und die werden nun praktisch mit dir zusammenleben. Okay, schön, ja, ja. Ihr habt sicher noch nicht davon gesprochen. Ich meine, das Finanzielle wurde noch nicht besprochen. Was? Die finanzielle Seite ist nicht angeschnitten worden. Nein. Nein, kein Wort. Ich habe nicht mal daran gedacht. Weißt du, einen Teil meiner Auslagen muss ich wieder reinholen. Naja, muss ich schon. Sowas. Verdammt nochmal. Wer zum Teufel interessiert sich denn für Geld? Er redet jetzt von Geld. Und wir suchen die Mörder von Colette und den Kindern. Tja, also ich weiß nicht. Ist Ihre Geschichte denn verkäuflich? Versucht er jetzt vielleicht Geld damit zu machen oder was soll das? Und was ist mit dem Protokoll? Tja, er hat Anweisungen, mir das Protokoll nicht zu geben, aus Furcht vor einem Militärgerichtsverfahren. Das ist doch alles großer Quatsch. Ich weiß das und die wissen das. Also ehrlich, Mildred, was zum Teufel geht da eigentlich vor? Ich glaube, wir alle hier und alle Menschen in Amerika, die uns jetzt zuhören, verstehen Sie, haben Mitgefühl mit Ihnen für das, was Sie durchmachen mussten. Könnten Sie uns trotzdem vielleicht sagen, was passiert ist in dieser verhängnisvollen Nacht? Tja, ich hatte abgewaschen und das Geschirr weggestellt. Obwohl ich bei den Green Berets bin. Und, ja, ich hatte die Kinder zu Bett gebracht. Da kam eine Frau nach Hause und wir haben zusammen einen Schlaftrunk genommen. Dann sahen wir uns im Nachtprogramm noch den Anfang einer Talkshow an. Was soll das? Was ist daran komisch? Was hat er denn? Könnten Sie uns sagen, aufgrund welchen Beweismaterials Sie beschuldigt worden sind? Tja, auf die Gefahr hin, dass es unglaublich klingt, aber es ist wahr. Es gab keine Beweise. Und das ist wohl das Erstaunlichste an diesem ganzen Fall. Sie haben mich abgeholt und ausgefragt. Es war ein richtiges Verhör. Sie wissen ja, man knipst ein Licht an vor Ihrem Gesicht und diese ganzen kleinen Tricks. Und dann sagten Sie, ich soll wieder an meine Arbeit gehen. Am 1. Mai wurde ich beschuldigt und dann mussten wir uns dieser Vernehmung unterziehen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie, glaube ich, 16 Wunden. 23. Glauben denn die Leute von der Army, Sie haben sich die 23 Wunden selbst beigebracht? Tja, ich nehme an, Sie dachten nicht nach über solche Kleinigkeiten wie ein Motiv für das Verbrechen oder wie ich mir die Wunden selbst beigebracht haben soll, von denen einige ja tödlich sein konnten. Im Laufe der Verhandlungen mit den Herren von der Army... Er hat eine richtige Wunde, das andere waren doch keine schweren Verletzungen. Denn es ist ja auch für einen Arzt... Als wir ihn im Krankenhaus besuchten, ja, davon haben wir nichts bemerkt. Er saß aufrecht im Bett und hat zu Abend gegessen. Mit anderen Worten, ich hätte sehr leicht sterben können. Ich war einige Tage auf der Intensivstation und bin operiert worden. Also, was heißt operiert? Oder immer noch unter uns? Ja, aber natürlich. Es sind mindestens 4. Sie laufen frei herum und haben 3 Menschen ermordet. Die Armee ist sehr leichtfertig vorgegangen und als sie gemerkt haben, dass sie
dass sie etwas tun mussten, haben sie mich beschuldigt. Aber so ist das nun mal bei denen. Wenn da jemand wirklich was verbockt, dann verleiht man ihm einen Orden oder er wird versetzt. Ich habe diese Leute beobachtet. Ich habe ihre Zeugenaussagen gehört. Da wurden Meineide geleistet. Ich habe ihre totale Unfähigkeit bei den Ermittlungen miterleben müssen. Und es gab keine Kontrolle. Es gibt niemanden, der die Abteilung für Verbrechensermittlung kontrolliert. Und so machen sie eben, was sie wollen. Kommen Sie herein, Pete. Danke, Sir. Sie wissen, warum ich Sie hergebeten habe. Nun, Sir, ich habe gehört, dass die CID möglicherweise die Ermittlungen im Fall McDonald wieder aufnehmen soll. Ja, das steht fest. Sie wissen ja, der Kerl tritt landesweit im Fernsehen auf und bezichtigt die Armee des Meineids. Nach dem, was ich so höre, Colonel, sind die Ermittlungen auch nicht gerade beispielhaft gelaufen. Allerdings war es auch nicht die gemeine Verfolgungsjagd, wie das McDonald und sein Schwiegervater behaupten. Nein, Sir. Wie lauten die Direktiven? Uns werden 8 Agenten zugeteilt. Sie haben über diese Leute die Oberaufsicht. So viel Zeit, wie Sie wollen. Alle möglichen Quellen werden uns zugänglich gemacht. Scheint ja tatsächlich ernst zu werden. Man erwartet, dass wir genug Beweismaterial bringen, um eine Anklageerhebung gegen den Mörder zu erreichen. Oder die Mörder. Und schließt das möglicherweise Jeff McDonald mit ein? Sagen wir es mal so. Er ist immer noch verdächtig. Ja, Sir. Freddy, willst du denn heute gar nicht zu Bett gehen? Wir haben über 6 Monate gebraucht, um dieses Protokoll zu kriegen. Ich fürchte, ich brauche weitere 6 Monate, um es durchzuarbeiten. Soll ich dir einen Kaffee machen? Nein. Was ist denn damit? Das sind ein paar Punkte in Jeffs Zeugenaussage, die... Ja, also damit komme ich einfach nicht klar. Was zum Beispiel? Ich mache eine Aufstellung, daran arbeite ich. Ich schaffe das schon, Schatz. Geh nur wieder ins Bett. Na schön. Gute Nacht. Na, haben Sie die Stokely gefunden? Ja, Sir. Sie ist jetzt in Nashville. Sollen wir sie festnageln? Ja, ja. Hängt sie an den Lügendetektor. Das heißt, wenn ihr sie auf die Beine bringen könnt. Und einer unserer Agenten soll mit ihr reden. Ja, Sir. Ich kenne die Typen. Ja. Aber ich sag nicht, wer sie sind. Ich kenne die Killer, aber ich sag nichts. Warum haben Sie die Familie McDonald umgebracht? Ach, manche Typen tun alles für einen Schuss. Dieser Doktor hat mal einem Freund von mir kein Methadon geben wollen. Wissen Sie das? Er gab ihm einfach nichts. Wer ist dieser Freund, Helena? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Diese Menschen haben schon genug gelitten. War er dabei? War er in McDonalds Haus? Ich hatte einen Traum. Er kommt immer wieder. Da ist diese Couch. Und er steht vor mir. Wer? Er hat einen Eispickel und er trieft vor Blut. Weiter? Ich weiß nicht. Ich hatte eine Ladung LSD und Mescalin und Gras auch. Ich weiß nichts, aber ich hatte diesen Traum. Welchen Traum, Helena? Ich denke, das hatte ich Ihnen gesagt, ja? Habe ich Ihnen doch gesagt, oder nicht? Ich meine, der Kerl hat es selbst gemacht. Wer? McDonald. Er hat sie umgebracht. Mir ist schlecht. Ich will hier raus. Hey, warten Sie mal. Warten Sie mal. Gerade hat Jeff angerufen. Es steht jetzt fest, dass er nach Kalifornien geht. Er hat einen Job in einem sehr guten Krankenhaus. Er arbeitet auf der Unfallstation und kann dort ein neues Leben beginnen. Setz dich mir. Bitte. Jetzt nicht. Ich habe zu tun. Bitte, setz dich einen Moment her. Also, jetzt hör mir mal einen Augenblick zu. Auf Seite 25 des Protokolls steht, Jeff hörte Colette schreien. Hilfe, Jeff, warum tun Sie mir das an? Also erst einmal, Sie haben doch Jeff im Wohnzimmer angegriffen. Mit wem hat sie im Schlafzimmer geredet? Und nicht nur das, wie konnte sie schreien? Sie hatte schwere Stichwunden und ihre Kehle war durchgeschnitten.
Dafür muss es irgendeine Erklärung geben. Warte einen Augenblick, hör mal weiter. Auf Seite 29. Jeff sagte, er wurde auf die Couch zurückgestoßen und war kurz vor der Bewusstlosigkeit. Warum haben Sie da nicht mit ihm Schluss gemacht? Alle anderen sind umgebracht worden. Warum wurde er verschont? Er hatte doch nur ein paar Wunden und diesen Kratzer auf der Stirn. Freddy, du willst doch nicht sagen, dass... Seite 26. Jeff hörte die Schreie von Kimmy. Daddy. Daddy. Sie hat Daddy geschrien mit eingeschlagenem Schädel? Freddy. Freddy. Jetzt pass auf. Während in den Schlafzimmern alles voll Blut war, konnten sie kaum einen Tropfen Blut auf dem Wohnzimmerboden finden. Und dort hat er doch mit ihnen gekämpft, im Wohnzimmer. Ja, nur, warum? Warum? Ich frage mich, warum? Er sagt, dass er abgewaschen hat in der Nacht. Er behauptet, dass er... Ja, er trug Gummihandschuhe, als er abgewaschen hat. Mildred, du und ich, wir wissen es doch. Wir haben ihn in unserem ganzen Leben noch nicht abwaschen sehen. Mit oder ohne Gummihandschuhe. Er hat aus der Küche telefoniert, um Hilfe zu holen. Da war kein Blut am Apparat. Seine Fingerabdrücke waren Freddy, nicht drauf. Freddy, ich möchte das nicht hören. Großer Gott, ich sage dir, ich auch nicht. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Ich habe hier eine Liste von 123 Aussagen, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Oder doch zumindest unglaubwürdig. Ich sage dir, Mildred, seine Zeugenaussage ist absolut unverständlich. Da stimmt etwas nicht. Da ist irgendetwas faul. Mildred. Wir haben alles verloren, was wir hatten. Wir hatten eine Familie. Und jetzt? Ich verspreche dir, wenn Jeff McDonald das getan hat, dann werde ich nicht ruhen, bis er seine gerechte Strafe erhalten hat. Niemals. Niemals. McDonald beteuert weiter seine Unschuld, aber sein Schwiegervater schöpft einen schrecklichen Verdacht. Karl Malden auf der verzweifelten Suche nach der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Im zweiten und letzten Teil von Ich bin kein Mörder, morgen um 20.15 Uhr bei RTL 2. Indizien verdichten sich. Jeff McDonald soll seine Frau und seine Töchter ermordet haben. Wir machen Schluss mit diesem Monster und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ich bin kein Mörder. Zweiter Teil morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.